Hi Leute, heute reden wir mal über den Klassiker, die 1911. Und zwar guckt jetzt nicht die an, wir reden über eine von Springfield. Los geht's. Hey Friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer. Waffe ist entladen und sicher. Und ja, das Problem ist, hier bei wie in Arsenal, wenn ich hier filme, kann es immer wieder mal passieren, dass die eine oder andere Waffe wegkommt. Das heißt, hier werden auch Waffen natürlich verkauft. Und deswegen muss ich immer wieder auf andere Waffen übergreifen. Aber im Grunde, ihr wisst, wie es ist, 1911, davon gibt es ganz, ganz viele. 1911er werden von allen möglichen Firmen hergestellt. Hier habe ich irgendeine türkische 1911 in der Hand. Wir haben aber draußen auf der Range eine richtige, originale Springfield geschossen. Die Backgrounds und das Titelbild sind, glaube ich, wieder von einer anderen. Es gibt so viele Firmen und alle stellen sie wahrscheinlich sehr gute 1911er her. Es gibt bestimmt auch sehr viele, die schlechte herstellen. Aber das ist, wie ihr wisst, also ein Präferenzding, so ein persönliches. Zum Beispiel hatten wir auch schon die Schmeißer, die 1911er von Hugo Schmeißer auf dem Channel, wundervoll gemacht. Also wirklich, auch da habe ich zwar schon gehört von manchen, die ist nicht gut, habe aber auch von ganz vielen gehört, die ist super. Deswegen, ihr müsst da selber rausfinden, was für euch einfach das Richtige ist. Das Ganze ist eine richtige Ikone, wurde damals 1911, ne, wie es auch der Name sagt, in den Umlauf gebracht und durch mehrere Kriege schon erprobt worden. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, Korea, glaube ich. Ja, was gibt es über diese Waffe zu sagen? Ihr seht, sie ist versehen mit so einer Bremse hier hinten, also quasi eine doppelte Sicherung. Wir haben hier einmal den Sicherungshebel hier zum Hochmachen. Klick, jetzt ist gesichert. Und wenn wir wieder runter machen, entsichert. Und dann kann man nicht einfach so abkrümmen. Ich zeige es mal. Oh, jetzt bin ich aus Versehen hinten rangekommen. Moment. So, genau. Wenn ich hier vorne abkrümme, passiert da gar nichts, es sei denn, ich komme hier hinten dran. Bap. Genau. Das heißt, hier ist ein richtiger Griff erforderlich. Das heißt, wenn ich richtig in die Waffe reingehe und ich kann hier Single Action, ja, kann spannen, oder Double Action eben machen, also Single Action, Double Action, wir fangen an quasi und kann das Ding so mit der Hand hinten spannen oder ich kann halt eben den Verschluss nach hinten bringen. Der schiebt dann auch den Hahn nach hinten, den Hammer, und dann kann ich abgrüppen. Mal kurz ein paar Daten für euch. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero Six und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für sie und ihn. Springfield Armory hier in den USA hergestellt. Kaliber 45 ACP. Ja, es gibt die in anderen Kalibern, aber nein, das ist das einzig wahre Kaliber, mit dem ihr nicht schießen solltet. 45 ACP, nicht in 9mm, nicht in 22, macht Spaß, ist vielleicht günstiger, aber 45 ACP, merkt euch das, ist wichtig. Ja, allgemein 218mm lang, 1105 Gramm, na, das kommt immer drauf an, welcher Hersteller die jetzt macht und wie viel die dann wiegt, also ich habe jetzt mal einfach die Daten von der ganz normalen Standard Springfield rausgenommen. Wie gesagt, kommt immer ganz drauf an. Standardmäßig hier ist tatsächlich ein 7-Schuss Single-Stack-Magazin. Also 7 Schuss plus 1. Das heißt, ihr habt dann 8 Schuss, 45 ACP, starker Mannstubwirkung hier drin. Die Lauflänge ist bei 5 Inches oder halt auch 127 mm. Der Preis hier, Leute, der variiert so krass. Ich habe mal hier $700 einfach mal gesagt, aber wir können ganz ehrlich sagen, Preise variieren. Die können, je nachdem, ob ihr eine Custom-Made haben wollt oder von welchem Hersteller, können die explodieren. Das ist verrückt. Das Ganze ist ein Rückstoßlader, eine Selbstladepistole. Ne? Das geht nur durch Rückstoß, das ist nichts mit Gas, sondern das ist einfach nur durch den harten Rückstoß dieses Kalibers. Und was ganz, ganz wichtig ist, hier vorne drin, das Browning-System. Ja? Über das der Verschluss läuft. Ja, je nachdem, wie ihr sie habt,
kommt sie halt eben hier jetzt mit Plastik, mit einem günstigen oder halt eben mit einem schönen Holzgriff. Ich finde aber fast jede, die ich bisher in der Hand hatte, fühlt sich wunderschön an. Iron Sights natürlich. Es gibt auch mittlerweile eher taktische Versionen davon. Da könnt ihr auch andere Sachen aufbauen. Es gibt auch momentan ganz viele beliebte Versionen mit dem Double Stack Magazin. Aber für die Standard und für die Ikone schieße sie am besten so, wie sie hier ist. Single Stack 45 ACP. Wie das Ganze auf der Shooting Range aussieht, seht ihr jetzt. I'm good. Much more tacticalized. It feels so good. I like it. You gotta.